Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, wir sind hier gerade an unserem Raumbahnhof wieder, den wir letztes Mal schon so ein bisschen designt haben. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch dann langsam in ein Bürogebiet umwandeln, um es wirklich nutzen zu können. Hier steht schon wieder eine Rakete von Space Chirp auf dem Startplatz. Hat die auch Landebeine oder? Nee, sind nur Booster, wie sie ausschaut. Würde interessieren, ob die auch irgendwann startet. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber wenn hier nichts passiert, werden wir zurück in die Stadt gehen, denn wir können wieder ein paar Hochhäuser bauen, die uns noch mehr Einwohner bringt. Was ja auch wieder nicht schlecht ist. So. Ein Gebäude? Yes. Nice. Geht es jetzt ganz zurück? Ja. Wir werden jetzt hier noch so ein kleines Gewerbegebiet aufziehen. Ach, schauen, jetzt passiert was. Einfach warten, dann passiert schon was draus, ne? Stück für Stück die Sachen hochziehen. So. Und da sollen sie sich ausmachen, wie sie es machen wollen. Aber langsam wird es ja. Unser Staudamm ist auch noch fleißig, glaube ich, oder? Schaut doch gut aus, die zwei Staudämme hier, die bringen sich richtig Kohle. Die bringen richtig Kohle. Wann startet eigentlich die Rakete hier? Oh, die ist schon gestartet, lol. Wo ist sie hin? Immer müssen wir da mal so einen Start abpassen. Hier steht auch noch, hier steht noch ein Haus. Pure Wahnsinn. Muss ich jetzt bloß leider abreißen. Steht nämlich jetzt in dem Gebiet, in dem Gewerbegebiet. Oh, was ist denn das für ein Gebäude? Pharmacy, okay. Das hat sich aber schneller hochgezogen. Leck um hier. Ah, das ist auch ein großes. Das ist jetzt ein Peace-Unternehmen, okay. Noch überlegen, wo wir jetzt einen Bahnhof hinbauen können. Wir hätten rein theoretisch das Gebiet, was wir nutzen könnten. Und dann sozusagen einen Zug hier einmal in das Gebiet ziehen und dann einmal hier raus. Da ist schon wieder eine Rakete gestartet. Und ich habe es ja schon wieder verpasst. Uncool. Unsere Ortschaft hier hinten geht's gut. Die kriegt vielleicht jetzt ein paar Parks mal noch eingebaut. Das tut dem Ganzen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ein paar größere Parks und das Ganze. Das macht die Freundlichkeit, glaube ich, des Gebiets ein bisschen schöner. So. So. Dann haben wir jetzt hier schöne Parks überverteilt. Das Gebiet sollte schön sein. Natürlich ist hier immer so ein bisschen Stau, aber das sollte ja jetzt nicht so großer Aufwand sein, oder? Wir können natürlich hier auch mal den Kreisel vergrößern und schauen, was dann passiert. Etwas größeren Kreisel einbauen. Ja,
Jetzt staut sich schon wieder. Das ist doch wieder... Oh, ein Schneeräumfahrzeug. Schick. Okay. Ja, aber es ist halt hier alle... Die Autos schon überall. Also mal bitte, hier fährt jeder mit beschlagener Scheibe. Was ist denn das jetzt? Wahnsinn. Auf was für Ideen Spielentwickler teilweise kommen, okay? Oh, schau mal, der Schnee geht zurück. Und das ist relativ rapide. Wetterschaden. Gebäude wurde durch schlechtes Wetter beschädigt. Kann ich hier irgendwo sehen, dass wir den nächsten Start bald haben oder sowas? Nee, ne? Ach, das ist doch blöd. Ich will nicht immer warten, sozusagen, um zu sehen, dass wir dann einen neuen Start haben. Und jetzt gehen wir hier wieder hin und... Hier einige hohe Gebäude, hier hat sich ein kleines eingeschlichen sogar. Frechheit. Sage ich dazu nur. Aber jetzt schauen wir doch mal zu Verkehrsmitteln. So ein Zug wäre ja was ganz Spannendes eigentlich, ne? Eine gute, schnelle Verbindung. Dafür brauchen wir bloß ein Zugdepot. Wenn wir Zugdepots irgendwo hinsetzen können, ich glaube, dann hat sich das auch schon ein bisschen... Ich würde diese Straße jetzt hier nach drüben verlegen und es dann von da anschließen. Weil hier müsste noch so eine Highway-Straße langführen. Die führen wir jetzt hier so lang. Und dann wieder zurück auf den Boden. Und dann hier anschließen. Aber nicht hier so eine Schrägverbindung. Was ist hier schon wieder mit Wasser? Ach, da war keine Weiterverbindung bis jetzt, ne? Ja. Deswegen haben wir auch Elektrizitätswerke und gleich auch irgendwo ein Pumpwerk so rumstehen in dem Gebiet hier. Aber schaut ja soweit ganz gut aus eigentlich. Jetzt halt machen wir aber mal ein Zugdepot hier unten hin. Sagen wir, wir machen hier unten so eine Abfahrt mit einem normalen Sträßlein lang. Da ist eh schon eine Kreuzung, da geht es eh ganz gut hin. So beschissen, wenn du das nicht... Beste Punkt, so. So, und da kommt jetzt das Depot hin, würde ich mal sagen. Und jetzt hier ein Zugdepot hin. Und das tun wir auch noch hier ebnen. Mit Pinselstärke von 100%. So. Dann brauchen wir Schienen.
Okay. Wenn das das Depot ist. Schau dir mal dieses Chaos an, was ich da fabrizieren kann. Heilenlösung. Okay, und was ist, wenn ich es einfach so lasse? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the culturally sophisticated, and doesn't feel extending your ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly angry. Das ist ja mal. My blöde Schienen. Professor Hornbuckle. Whereas I make no apology for my erudite, the modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. But I digest. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road. Ja, das ist jetzt besser in dem Fall. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need. Und jetzt kann ich einen Bahnhof in die Stadt setzen, oder? Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you die Frage, wie man es am besten setzt, ne? Meanwhile, expect delays and schon wieder eins gestartet. Da startet sie. Da startet sie. Da ist sie weg. Traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. So, und jetzt muss ich euch wieder zusammenführen, ne, ihr blöden Schienchen. Das ist auch wieder blöd. Oh. Kann das nicht einfach mal einfach sein oder sowas? Das wäre doch mal richtig eine schicke Sache. Hier und dann fahren wir vor. Vielleicht doch ein bisschen anders kurven. So.
Dann sind wir hier. Ein Schlauch wäre, glaube ich, auch, wenn wir hier eine Absage machen, die in die Stadt reinführt. Und hier auch dann wieder runter geht. Runter. Ach, mal hier verschiedenste Schienenwege. Dann wollen wir nur noch hier runter zur Arbeit vielleicht ein bisschen. Ich sag, vielleicht sollte man hier dann so einen Bahnhof hinsetzen, an dem man anschließen kann vom Netz. Bloß wie setze ich in die Stadt den Bahnhof jetzt? Du brauchst wahrscheinlich eh ein ganzes Viertel. Der braucht wahrscheinlich ein ganzes Viertel in dem Fall. Selbst wenn ich den hier einplanen anfange. Ja, ich kann halt dann keine Tunnel legen. Rein theoretisch müsste ich das komplette Gebiet hier abreißen. Also dich. Häuser weg. Yep. Hier kommt jetzt ein Bahnhof hin. Ich würde mich nicht so freuen, dass der Parkplatz weg ist. Ich glaube, das ist wichtig. So. Und so. Dann haben wir hier schon mal wieder ein freies Gebiet. Das müssen wir jetzt nur einmal auch sagen, dass das frei ist. Das war eine Polizeiwache. Obala. Kommt einfach hier hin, so. Wenn wir dann hier hingehen, können wir rein theoretisch hier einen Bahnhof hinsetzen, ne? Oder man sitzt dann halt hier so schön mittig hin. Dass man sagt, hier geht nur eine One-Way-Straße lang. So. Hier dann noch so ein paar Werbegeschäfte aufkreuzen können. Da müssen wir dann aus der Stadt vielleicht hinten noch hingehen. Na, da müssen die Züge unten durch, unter der Web, genau dasselbe hier. Sind. Dann führen wir das nicht hier unten einfach durch die Stadt. Und dann gehen wir hier wieder raus. Binden dich hier an.
So müssen wir dann in die Richtung hier quasi auch machen. Weil wir da auch ja wiederum unten durch den Tunnel durchgehen müssen. Und dann kann man hier auch wiederum ein Abzeug nach unten bringen, Richtung Werbegebiet und alles drum und dran. Oder man geht halt natürlich hier so, dass man hier ein Abzeug nach unten macht, Richtung dem anderen Gebiet. Wo ist denn das öffentliche Netz? Gibt es hier überhaupt eins? Ich glaube nicht, ne? Wenn wir das bis an die Ecke, an die Kante dran führen. Was wahrscheinlich das Schlauste ist, wenn wir es hier machen. Das ist mal gerade führen und dann... das ganze Netz seitlich außenrum auch noch bauen. Ah, das schaut doch schlimm. Also, das schaut so schlimm teilweise aus in diesem Spiel. Das ist echt nicht angenehm. Nicht angenehm. Besser. Dann führt das hier durch. Ich würde halt dich gerne hier nach vorne führen, dass du dann hier wieder zurückführst. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir hier so hingehen können. Dann können wir gehen hier eins hoch. Runter. Das hat ein bisschen was Artistisches. Und dann führst du hier vor zum Bahnhof, dann kann hier vielleicht in Zukunft ein Fernplatz oder sowas auch noch hinkommen. Dann kann man vielleicht auch von hier noch direkt nach hier drüben führen und dann wieder zurück in die City. Aber das wird alles noch ein bisschen verbauter. Irgendwann müssen hier Stück für Stück auch wieder Gebiete aufgebaut werden. Wie viele Leute hier schon wieder unterwegs sind. Und das Depot ist hier, das braucht dann halt auch noch eine Anbindung. Aber ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt und... wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.